Was sagst du, James 1,30 schon drin, oder? Standing by. Mal gucken. Ich bin ja 31 jetzt halt im Timeflare gefahren. Ich glaube, besser als 30 gibt es auch nur 15 Zeiten oder so. Insgesamt. Jetzt kurzes Quali, oder? Ja. Sollte. Ah ja, 17 Minuten. Kaiser vorne links, könnte ich ein Runder. Sonst wird da oben auch die 3 stehen. Ich würde ja noch meinen Shadow Flame abprobieren hier. Hattest du gesagt, ja. One lap of fuel left now, the tank's pretty much empty.
Übrigens doch nicht mehr geguckt, ob meine Telemetrie off ist. Hast du das zufällig gerade schon? Es wird irgendjemand sehen, aber du kannst es, glaube ich, auch jetzt noch in-game noch. Du kannst es schauen, ich habe auch gerade geschaut. Einstellungen, dann ist es irgendwo relativ weit rechts. Das ist denn der Ferrari, der rein in die Box kommt? Wahrscheinlich Ghost. Es gibt nur einen Ferrari in dem, ja. War nämlich vor mir, ich glaube, der hat fett gelockt gehabt, weil dann hat er mich vorbeigelassen. Auf jeden Fall letzter Moment. Ja, weil er noch keine Runde hat, keine richtige, ne? Also, er hat schon eine Runde, aber ich bin jetzt für die Zeit. Aber wenn sie langsam was das meinte, dann war es auf jeden Fall keine vernünftige. 1,48, ja, also. Weißt du Bescheid. So far, our fastest lap is a 1:32.0. Standing by. Dass ich nochmal nachguckt, da war tatsächlich Restrict. Hast du jetzt eingeschaltet, ja? Hm? Gewitter? Ja. Ja? Wie checkst du das eigentlich? Du musst ja nachher zu jemandem hingehen und sagen, ja, hast du von jedem die Namen so, oder? Wenn du selber kein Telemetrie-Ding benutzt. Mittlerweile habe ich eins. Ah, schick. Welches nutzt du? Eins von. Ist von ein paar Leuten programmiert wurde, die. Nochmal, es wurde von Leuten programmiert, die mit ein paar von unseren Fahrern früher mal gefahren sind. Das wohl einer an der Wand gekracht. Ja, Boxeneinfahrt ist bitter.
Right, their best lap time is a 1:31.8. So our fastest lap is a 1:31.6. And we're 11th in the speed trap, 327.0 kilometers per hour. If you start to suffer from oversteer, come in and let us have a look at the setup. You'll get oversteer if the rear tyres lose grip before the front. Usually this will be coming from a lack of rear downforce or an overly stiff rear suspension. But a little tweak with negative camber or toe in can also help with this. Okay, engines fired up, we're set. We'll be right back.
and that's just 30 seconds left in the session. Was? Eben ist P2 oder was? Nicht mehr. Ach so, ja. Ja, guck mal, was der Saki noch aushaut. Ich gehe davon aus, dass er schneller sein können. Jahrzehntel Minus im Moment. Würde reichen, wenn er nicht unbedingt macht. Ja, ich habe meine Runde in Kurve 2 schon. Mit P4 bin ich nicht unzufrieden. Ich habe gesehen, dass er hier und da noch ein Zehntel verloren hat. Oh Gott. 23, 29, gleich wieder da. Mikrofon muted. Einfach abhauen, Frechheit. Einfach abhauen. Lass ihn doch. Aber was, wenn jetzt einer Ready drückt, dann kann er gar nicht checken, wer das war. Ja. Irgendjemand wird schon gucken. Ich habe gedacht, ich habe von dem Ferrari da gerade noch eine starke Runde gesehen und dann macht der eine 14. schneller. Mir leider nicht jede Strecke so gut wie Saudi-Arabien. Ja, guck mal, er sagt Medium Soft oder Hard Medium. Soft Medium ist paar tausendstel langsamer als Hard. So, wie lange stehen wir denn schon hier? 10 Sekunden. Bei mir sind es 1,3 Sekunden, was er schneller sein soll. Ja, dann hast du wahrscheinlich keine frischen Soften mehr. Ich habe 2 Sets benutzt. Also dann werde ich immer noch eins haben. Eins von Q3 und eins fürs Rennen. Nein, bei mir soll Medium Soft soll 1,3 Sekunden schneller sein als Medium Hard. Das bedeutet, ja, ich habe ja auch nicht Medium Hard gesagt. Nein, weil Soft Medium.
Ja, du hast von ein paar Tausendstel Unterschied geredet. Ja, und wir sind das eins. Wir sind das 1,3 Sekunden Unterschied. Darum geht's. Soft, Medium. Ja. Ihr habt nichts von hart gesagt. Einfach Medium, Medium fahren soll am schnellsten sein. Verlassen wir einfach drauf, dass es Safety Car gibt. Ein Sprit oder was? Der Strategie. Ein Sprit gehört zur Strategie dazu. Ich weiß, was du meinst. Ja, Sprit nehme ich auch mal eine halbe Runde zu wenig. Echt? Ja. Zum Neustart müssen, merke ich mir schon mal viermal Sonne mit Wolken, dreimal Sonne. Der startet mit Soft. Der startet noch gar nicht. Ja, aber die steht nur Soft drauf. Ja, weil der das wahrscheinlich gerade ausgewählt hat. Jetzt? Steht immer noch Soft. Ah, pass auf. Jetzt steht er hart. Aha. Verarscht. Hart Soft. Einfach Intermediates fahren. Never let them know your next move. Aber das geht gar nicht, ne? Weil die Strecke nicht nass ist. Deklariert das. Schade. Eine Minute. Das ist übrigens ein bisschen zu lang. Was? 5 Minuten finde ich ein bisschen zu lang. Aber dann kann jeder nochmal aufs Klo gehen, sich nochmal was trinken holen. Kann jeder nochmal von der Qualifikation ein bisschen runterkommen. Ich verstehe, was du meinst, aber dann finde ich, dass man beim Restart nicht unbedingt wieder 5 Minuten braucht. Ja, wir tun es dann auch. Letztes Mal haben wir einmal 5 Minuten, dann nochmal 3 Minuten. Ja. Das machen wir aber nicht mehr so. Naja. Machen nämlich keine Restarts. Hoffentlich. Im besten Fall, ja. Vier, drei, zwei, eins. Oh no, irgendwer hat gedrückt. Ja, ich. James ist disqualifiziert. James ist ja Ligaleitung, James darf das. Aua. Sorry. Aha, beide fahren auf Harz. Habe ich beide genutzt. Beide fahren mir auf Medium. Da sagt ihr auf Soft, sehe ich das richtig?
Ja. Mach eine Reise ausnehmen. Ja, der Mann will von mir wegfahren am Anfang. Okay, ich glaube, dass ich auch sehen will, aber hätte er dann irgendwie mit Mediums gegenhalten können, wäre das nur in die Hose gegangen. Asaki wurde disqualifiziert. Warum? Weil er zu weit gefahren ist. Ach so, dann kommt das auch. Oder weil er nicht weit genug gefahren ist. Ich bin halt rot, das meinst du? Fuck, hier vor. Ah, auf geht's. Viel Spaß, viel Erfolg. Na, euch auch. Nee, macht ihr das mal da vorne unter euch aus. Forward durch Turn 1 wollte ich jetzt nicht. Hat keine Lust. Keiner. Relativ schlecht weggekommen. Der ist so eklig. Thank you.
DRS now enabled. DRS enabled. Ja, toll. Hört ihr mich noch? Ja. Was geflogen? Ja. Was ist das schon los? Kannst du ja nachschauen. Und Internet fragst du oder was? Ich bin noch in Game. Ob ich reden kann? Peter ist wieder beigetreten. Ach, die KI hat sich aber ganz gut gehalten hinter Glitzerpudding. Ja. Hatte ich mal lieber bis zur Geraden, oder? Was ich... Würde ich vorschlagen, ja. Ja, das klappt nicht. Ich hab gerade den Ferrari vor mir. Ach, er blinkt. Scheiße, jetzt ist aus dem DRS raus.
Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 4.2 seconds. Okay, the safety car is out. We need to form up at reduced pace. Keep a close eye on that. Ich hab gesagt, wir kriegen Frühzeit. Wir haben mindestens eins. So, was mache ich jetzt? Warum bist du denn nicht aufs Haus gegangen? Ich dachte, habe so in Region Runde 10. So. Gehen wir jetzt auf Hard oder auf Mediums? Ja, Hard. Was ist das für ein Delta? Okay, let's go now! Come on! Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Och, wenigstens weiß ich, welches Knopf ich jetzt drücken muss. Just one stop left in this strategy. Basaki, wenn du nochmal in die Box hörst. Weil der 21 Runden aus Medium fahren. Niemals. Verlässt er sich darauf, dass es nochmal 21 Stück. Wer war's eigentlich? Ohne. Ach, ohne. War kaputt. Mach ich ja, muss man ans Ziel kommen, dann habe ich schon mal einen Punkt. Das ist richtig. Witzel Pudding war noch nicht in der Box. Ja, der ist auch mit Harten gestartet. Der war auf Harten. Naja. Gut, aber der hinter mir, der Snapmeister, der war auch auf Harten, der ist auf Mediums gegangen. Ja, der fährt ja jetzt Medium. Der hätte, glaube ich, auch komplett gut gemacht. Ich hatte, halt die Option, ich hatte halt die Option, nochmal auf Medium und dann auf Soft, das wäre aber das Geplante gewesen. Hätte ich auf dem Medium aber 4 Runden mehr fahren müssen. Ich dachte, er bleibt draußen, aber er hat angetäuscht und ist dann doch reingefahren. Geplant war halt bei mir 10, 10, 8. Sag, die geht nochmal rein. Bin ich tatsächlich doof? Und dann ist er gleich hinter mir beim Restart. Mein Auto dann rumleckt. Dann ist er zu. Frage ist, auf was für Reifen geht der Mann jetzt? Das schwarze, runde. Geh ich mal von aus. Ja, du willst wohl, oder was soll ich Clown sagen? Einfach ein 300 IQ Move machen. Nee, Clowns sind nicht lustig. Doch, ein paar so Killer-Clowns sind schon ein Ding. Gewitter, auf welchen Reifen ist denn der Saki? Ei. Hart. Ja. Heißt, ich muss jetzt ein bisschen Zeit raushauen, wenn ich da was reißen will. Wahrscheinlich. Es gilt nicht nur für ihn. Verklickt. Er muss durchs ganze Feld halt noch durch. Es waren jetzt wenige nicht in der Box, ne? Ich glaube, es waren alle in der Box. Ne, nicht alle. Das ist, glaube ich, der einzige. Der ist Marco. Ja, gut, Glitzer nicht, aber sonst waren alle drin. Marius auf der 7. Glitzer Pudding war auch nicht drin und Wohne waren nicht, also das hier, ne? Deswegen ist okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Okay.
Können wir bitte eine Geschwindigkeit halten? Ja, es bringt halt nichts, über eine halbe Runde oder einen ganzen Sektor meine Reifen kalt zu lassen. Ist halt, du musst doch bloß die Bremse gedrückt halten. Ich kann sagen, ist ja nicht mein Problem, wenn du nicht weißt, wie die Reifen warm bleiben. Ich hab sie schon warm jetzt. Ja, weil du einmal volle Pulle gebremst hast. Alle hinter dir das nachmachen mussten. Ja, ja, machen die alle. Je mehr Autos du vor dir hast, je mehr ruckelst. Right, we need to get past here. Use overtake. Was ist denn das Martin passiert? Den hab ich überholt. Oh, und Slot! Wir haben ganz viele überholt. Oh Mann! Ich hab viel geschafft. Wer steht da? Holzlot. Bin ich grad voll in die Seite da reingefahren. Sasaki. Nein, Holzlot. Sasaki ist Sechster. Meister in the Pits. Schaut auch in the Pits. Keine Ahnung, der Glitzerpudding war irgendwie ganz langsam, ist nach links. Ulzlot ist hinten ins Meister reingefahren oder umgekehrt, oder keine Ahnung. Ganz komisch. Dann stand Ulzlot quer und ich bin ihm noch reingefahren, wo ich es gemacht habe. Klingt nach einer blöden Situation. Nachdem, wer sich da blöd verhalten hat, wird es dann nachher nochmal einen Antrag hageln. Unter Umständen ja. Aber mein Flügelschaden ist anscheinend nicht so gravierend wie der Flügelverschleiß von Glitzerpudding, wenn ich noch aufhole. In der Anadel innen zu sein zum Überholen ist keine Flügel-Deko. Funktioniert nicht. Leuten reden, die nicht im Handel sind, ist auch keine gute Idee. Ach lol, ich hab mich schon gewundert, warum ich kein DS hatte irgendwo. Du bist jetzt erst angegangen. Ja. Ich war gerade ganz knapp reingekommen in die Sekunde, hab mich halt gewundert, warum ich's. Sigurita, was meinst du? Wann fängt das Spritsparen bei den meisten an? Gar nicht. Meinst du? Ich hab. Während des Safety Cars gerade irgendwie war ich fast wieder auf dem, was ich am Anfang hatte. Ich auch, aber ich hab seitdem auch schon wieder gut was verbraucht. Technisch ich auch, ja. Hab ich auch geachtet. Ja, darum frage ich ja, was du meinst, wenn das Spritsparen anfängt.
Oh, voll verbremst, Mann. Ferrari vor mir blinkt schon wieder. Lass den Arm doch in Ruhe. Ja, aber das nützt ihm ja nicht viel, wenn ich noch eine halbvolle Batterie hab. Dann überhol ihn und fahr weg. Der ist jetzt gleich auf der Geraden wieder relativ leicht gebeutet. Aber gut, ich weiß selber, wie das ist mit dem ERS, wenn ich das länger gedauert bei mir. Aha, jetzt hat Lorings Auto fast verloren. Good job, nice overtake. Das kriegt der Ferrari nicht erzählt, oder dass genug er ist. Nö, nee, nee, der kann mich jetzt wieder überholen. Oh Gott, hab. Wie kriegt man 30 Sekunden hier? Ich bin zweimal auf den Curb gerutscht außen, hier in der langen, und da kommst du halt nicht mehr nach innen zurück. Und dann sagt er dir gleich Track Limits. Und das eine Mal, da ich einfach nicht aufgepasst habe, habe ich oben links geschaut. Ja, brauch schon einen letzten Korb. Das hätte ich aber letzte Woche sagen können. Der ist eine Zeitschrauben gekriegt hat. Der sagt, du willst ja nicht innen sein. Okay, so the gap to the car ahead, 2.8 seconds. Lost the position, try to keep focus. Lass mich jetzt so lange ich kann von der Seite mitziehen. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on softs.
am Motor ist, dass das nicht lange ist. Du musst ja dann Sektor 1 und 2 ganz schön schauen, dass du mitkommst. Weiß ich, sehe meine ganze NFA nicht mehr, weil da so eine Windows-Anzeige kam, die nicht mehr weggeht. Wenn ich jetzt wegkriege... Keine DRS-Train-Strecke. Nee, aber kann ich so ein bisschen mit an den Ferrari ranziehen, wenn er dann gleich in den Zweikampf geht? Das ist eine andere Geschichte. Da hoffe ich, dass es... so wieder nah genug an den Ferrari rankommen, nachdem ich einen Fehler gemacht hatte. Ich glaube, er zieht jetzt einfach vorbei, oder? Ist er nah genug dran? Sollte. Ich glaube nicht, dass es so schnell vorbeigeht. Doch, ich hab das auch. Aber er hat bei dem Ferrari dafür gesorgt, dass die Batterie einfach kurz komplett leer war. Ferrari hat eine Sekunde verloren. An the pits. Das war's dann. Erwartet? Front is 1.6 seconds. Nein, tun wir nicht. Ich hätte die Runde an die Box gehen sollen schon. Ich bin auf Medium oder warum? Ja, vor allem Flügel wechseln. Ja, stimmt. Reifen jetzt nachlassen, das fährt sich echt kacke. Ich kann auch mal überlegen, ob ich nächste Runde einfach nur auf Medium gehe. Wie würdest du verlieren? Bye. Also ab der, also ab dieser Runde spätestens kann man eigentlich auf Soft gehen. Ich hätte aber auch fast noch ein Zettiger kommt. Nur weil man auf Soft gehen kann, heißt es ja nicht, dass die 11 Runden schneller sind. Das. Mach ich denn Box überhaupt?
Okay, gap ahead is 2.4 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 11 laps old now. Your last lap time was a 1 minute 37.2. You're losing around 7 tenths a lap at this pace. Ich kann 2 Sekunden pro Runde schneller sein auf den Mediums. Okay, ich sehe viel Zeit aufholen auf. Okay, ich bin 20 Sekunden. Our gap to the car in front is 2.6 seconds. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. So oft, dass ich mich da gerade von allein gedreht habe, komplett unnötig. Right, let's go, come on! Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Oh, ich habe was angezettelt. Fahren jetzt alle rein, wegen dir. Hey, hinter mir sind mindestens zwei mit reingefahren, ja. Und Tucker und... Und Marius. Marius. Auch beide auf Medium. Ach, guck an. Ich höre auch rein. Ja, ja. Muss er ja. Jetzt noch 9 Sekunden in 8 Runden kriegen, Digga. Müsste. Also. Behind us is 3.0 seconds. Oh, then fine. Different rest on my bits. Ich sag ja, ich hab da jetzt was angezettelt. Und du? Welcher Erste war, der damit angefangen hat? Das glaube ich ja nicht. Erster war ja wohl Glitzerpudding drin. Gut, aber der musste ja sowieso seinen Pflichtstopp machen. War glaube ich auch noch vor dir. Schick doch auch, oder nicht? War schon. Aber du warst auch vor James in der Woche, ne? Ja gut, aber ich bin ja trotzdem derjenige, der Erste gewesen, der von den Harten dann wieder auf die Mediums gegangen ist. Ich bin nur in die Box, weil ich es noch musste, weil ich ja beim Safety Car nicht war. Oh, das hatte ich gar nicht mehr. James behauptet hat, alle waren beim Safety Car in der Box, außer Glitzerpudding. Ich hab gar nicht mehr. Alle außer Glitzerpudding und mir waren in der Box. Oh, aber war ja auf dem Rasen. Utzlot hat uns einen Rasen gemäht.
Junge, Junge. Obwohl ich frischere Reifen habe, das letzte Frühling macht er immer noch Zeit gut. Okay. Ich spreche jetzt nicht für dich. Oder sehr für ihn. So rum kann man es auch sehen. War jetzt wirklich Sniffmeister oder bin ich schon rausgeflogen? Weiß ich nicht, da war gerade eine Einblendung. Ich habe aber nicht gesehen, was da stand. Meister left the session stand bei mir. Ja. Die Flieg ist ja noch. Der vor mir. Ein 36,5 Wert, ja. Okay, gap to the car ahead is 1.0 seconds. They're on fresh mediums. Their tires are 2 laps old, and the time last lap was a 1:34.3. Alright, you're falling back by 1/10 a lap. Oh, komm, jetzt muss doch mal langsam der Tank werden da vorne bei irgendwem. Ja, oder jeder weiß über die Tatsache Bescheid, was hier in China passiert. What happens in China stays in China, oder was? Genau. Nein. Sniffmeister ist wieder beigetreten. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Taka schon so langsam mit Spritsparen anfängt. Die kann so verbrennt. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by, 2.1 seconds. Okay, be aware the car behind is catching you by 5/10 a lap, 5/10.
car behind by 3.2 seconds. They're on old mediums. Their tyres are 5 laps old. Time last lap was a 1 minute 35.4. Herr Pudding fährt leider einen viel niedrigeren Flügel. Das war tatsächlich relativ schief. Ich hab zum Time Trial halt hinten noch einen hochgedreht. Die Frage ist, welches du fährst. Fährst du das 42er Frontflügel oder das 41er Frontflügel? 42, 43 war, glaube ich, habe ich jetzt. 42, 33 fahre ich so. Okay, ich fahre, glaube ich, 43, 33. Habe ich gerade gesagt? Ein weniger. Vorne. Nee, auch hinten. 32 war ja hinten der Heckflügel auch im Time Trial bei den Setups, sag ich ja, jetzt. Aber das von Asaki hatte grundsätzlich ein Heckflügel mehr. Das habe ich mir genommen, weil das fühlt sich am besten. Ich habe das von Danny versucht und das von Asaki. Seconds. They're on old mediums. Their tyres are 5 laps old. Your last lap time was a 1:35.1. Come on, mate, you're down by 8/10 a lap. What have you got? Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Okay, so the gap to the car ahead, 3.9 seconds.
Right, we've got enough fuel for three more laps. Der jetzt 1,3 Sekunden hergebrüllt worden war. Keine Ahnung, was der macht. Aber der fällt mir auch plötzlich weg. Ich konnte die ganze Zeit nicht. Und das wird kein erster Platz mehr. Time last lap was a 1:36.3. You're losing around 7/10 a lap at this pace. Oh, fuck, ey. Letztes Mal was andersrum, da wäre er die Strafe bekommen. Okay, gap ahead is 5.4 seconds. Muss ich mir bestimmte Sachen machen. Komm, da kommst du noch vorbei. Ich dachte, er hat deutlich weniger Flügel als ich. Mal wieder Warum? Wegzieht. Komm, schön auf der Bremse vorbei. Er hat kein DRS und ist trotzdem schneller als ich. Ach Gott, Alter. Aber knapp. Das war 55.000stel. Was mit den zwei? Ne, die sind zwei auseinander. Ja. Boah, hat mich das aufgeregt, dass ich mich ganz gut habe. Kann man hier nur eine Zeitstrafe kriegen? Das habe ich mich auch gefragt. Ich bin nicht mal eine Verwarnung. Trotzdem bist du nur Vierter. Ja. Backlimits habe ich nur eine. Und das kann man doch nachschauen. Wer hat denn alles Verwarnungen gekriegt? Das ist richtig, aber vielleicht bin ich ja nächste Woche dann Dritter. Ja, vielleicht. Vielleicht wird das Rennen ja nochmal... Vielleicht hat James da was gesehen. Oh. Das war Runde 10, 11 und 13. Weil ja. Simon hat keine Telemetrie angemacht. Hat er nicht letzte Woche schon vergessen? Ich hätte nicht gesagt.
Ja, hoch. Hört den Schritt. Human left your chamber. Human left your chamber. Ja, ich wollte ihn durch und das war eine schlechte Idee, da kann ich nichts dafür. Ja, ich habe ja halt gesehen, wie du gestruggelt bist. Ja, ich bin also da halt drüber gerutscht über den, wie heißt das denn? Asaki, Glückwunsch von Bullet. Gut. Nee, also überhaupt kein Ding, war mein Fehler. So, nee, ja. Es war auch, ich wollte dich da echt nicht. Ich hab's gesehen, du hast echt gestruggelt und war halt ja. Ich kam du gar warst. Nicht mehr klar. Wie gesagt, ja. Asaki, auf jeden Fall Glückwunsch von Mr. Bullet und so. Ja, danke schön. Ja. Who the fuck ist Mr. Bullet? Bullet, Bullet Tooth. Bullet ist so langsamer aus der anderen. Aha, der hat da mitgeguckt. Ja, der hat bei mir da mitgeschaut und das dann gesehen. Ja, fangen wir mal mit der Nachbesprechung an. Ich würde sagen, heute fangen wir mal wieder vorne an. Asaki, Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Ja, congrats. Ja, Glückwunsch. Ja, Safety Car kam irgendwie ungünstig. Hat gar nicht in die Taktik gepasst. Nicht rein für Mediums. Bin wieder rein für Harz, um darauf zu Ende zu fahren. Scheint dank der Strafen, die Cheat kassiert hat, hat sich das rentiert. Okay, dann Cheek. Ja, es war die gut gelaufen eigentlich, aber Rennen war halt so mehr. Ja, das mit dem Safety Car habe ich auch ein bisschen gestruggelt mit der Strategie. Ich bin dann zwar durchgefahren, als Glitzer-Pudding war noch draußen. Ist nicht rein mit dem Safety Car, sonst sind die alle rein. Hat dann leider nicht ganz funktioniert, weil ich mich selber gedreht habe. Einmal und ja, Osaki, gutes Rennen. Gefahren ist und ja, das mit den Checklimits, ich habe schon bei mir im Channel gehört, ich weiß nicht, wie das geht, wer auf der Strecke ja passiert, ne? Okay, dann Ghost. Ja, bei mir war das Setup war für die Qualifying recht okay, aber für das Rennen war es komplett Schrott. Der Heck war nur am Tanzen. Dann hatte ich glaube eine, ich weiß nicht, ob ich eine Berührung mit dir hatte, James, bei der 113, wo du dich so halbe gedreht hast. Nee, das war ich selber. Okay. Vielleicht, ich wusste nicht, ob ich dir keinen Platz gelassen habe, aber. Ja, ist gut. Aber für, ja, sonst, ja. Safety Car war auch ziemlich Schrott mit der Strategie, aber. Ja, sonst nichts Spezielles. Okay, dann komme ich dran. Ja, Quali war okay. Meine letzte Runde dann nochmal verkackt. Wäre vielleicht nochmal ein bisschen was drin gewesen. Ansonsten im Rennen da angekommen, wo ich losgefahren bin, ist erstmal okay und ja. Taka. Ja, also Quali P5, mehr war da auch nicht drin, glaube ich. Auch wenn es knapp war. Ja, und Rennen, das war ein ziemlich einsames Rennen. Ich habe dann in den entscheidenden Situationen leider DRS verloren zu dir und ja, dann war halt nichts mehr drin. Also ich konnte vielleicht so leicht aufholen gegen Ende des Rennens, aber ich glaube, du hast auch nur noch verwaltet und klar, P5. Ist klar. Marius. Ja, also erstmal Glückwunsch an Asaki. Ja, Quali in der letzten Kurve leider 2 Zehntel weggeschmissen. Sonst wäre ich da vor dem anderen Haas gewesen. Und sonst Rennen war ich eigentlich auch die meiste Zeit ziemlich alleine. Ich glaube, das Safety kam für uns alle ein bisschen doof. Ich hatte nämlich auch erst vor Soft Medium zu machen. Ich weiß aber echt gar nicht, ob ich das geschafft hätte, weil ich habe auf den Soft schon nach 7 Runden gemerkt, das wird ein bisschen spaßig, glaube ich. Aber ja, sonst Rennen ohne besondere Vorkommnisse zum Glück gut durchgekommen. Alright. Glitzer Pulli. Quali habe ich mit der Wand gekuschelt. Irgendwie kam ich mit den weißen Reifen gar nicht klar. Und ja, irgendwie habe ich da ein bisschen sehr viel Chaos verursacht. Tut mir nochmal leid, weil ich keine Absicht, euch da irgendwie zu behindern. Und ansonsten hatte ich mit Gewitter in der letzten Runde noch einen verdammt geilen Kampf. Ich hoffe, ich hatte noch genug Platz gelassen, Gewitter, dass wir da... Ja, alles gut. Okay, sonst war ich anwesend. Okay, Gewitter. Ja, bei mir hat mal wieder das Internet im Hotel ein bisschen versagt. Die KI war aber erstaunlich schnell, also eigentlich hätte ich die wahrscheinlich fahren lassen können. Aber ja, am Ende noch halt diese in der Situation da mit Glitzerpudding und kam da irgendwie Haki und Ulzlot und er stand auf einmal quer vor mir und ja, dann habe ich mit dem Controller halt nicht die
viel gehabt, da noch auszuweichen, bin dann auch Rennflügelschaden gehabt. Oh. Dadurch wahrscheinlich die entscheidenden Sekunden verloren, im Endeffekt gegen Blitzerpott, aber ja, der hat auch irgendwie ein komisches Setup gehabt, also hatte ich Probleme auf der Geraden ranzukommen. Aber auf jeden Fall GG, war echt die letzten paar Kurven da war ein bisschen... Ich hatte Impuls. Witzig. Das war's. Okay, Oldslot. Ja, ich war es eigentlich zufrieden, am Anfang war es ganz lustig mit Bohne, hat sich der leider weggedreht. Und dann... Glitzerpudding hat echt versucht, sich in Luft aufzulösen, aber es hat alles nicht geholfen. Drum bin ich hinten reingefahren, habe ich in der nächsten Kurve gleich Asaki und wer war's noch jemand abgeräumt. Das tut mir echt leid, aber nicht mehr gebremst, ohne Flügel, dummerweise. Und eigentlich ganz nett. Und am Schluss richtig geschwitzt wegen Sniffy. Der hat aufgeholt in riesengroßen Schritten und dann hat's bei mir noch gedreht, aber hat trotzdem noch gereicht und 0,6 war es oder 0,5 irgendwie, ne? Ja, war auf jeden Fall knapp, also. Ja, du hattest schon große Augen, hab's genau gesehen. Ja, ich war heiß, aber auf der langen Geraden habe ich mir gedacht, komm, nee. Also ich hatte ein Setup auf jeden Fall für Straightline-Speed. Und da habe ich am meisten aufgeholt. Im Mittelfeld bist du weggezogen. Und als die lange Gerade kam, habe ich gedacht, nee, darfst du auf keinen Fall rein, machst du auf Nummer sicher und fährst einfach den 10. Platz nach Hause. Na gut, wenn Oldshot nichts mehr hat, ist jetzt Sniffy dran noch. Ja, ich war durch. Also Quali war nicht viel mehr drin. Ich hatte zwar im letzten Run Fehler gemacht, aber positionsmäßig, auch wenn es geklappt hätte, wäre nicht viel mehr nach vorne gegangen. Rennen, also Start war ganz okay. Bin auf Nummer sicher gegangen eigentlich und direkt in der ersten Kurve, nicht in der ersten Kurve, in der ersten Runde bin ich meinen Teamkollegen ganz leicht hinten rein und da hatte ich halt einen gelben Flügel. Bin aber dann weitergefahren, weil ich eh letzter war. Und dann kam aber der Safety Car. Da war ich wieder im Rennen und nach dem Safety Car waren in irgendeiner Kurve, stand da plötzlich zwei Leute quer. Ja, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Da bin ich mit meinem linken Flügel habe ich einen berührt und ja, musste wieder direkt in die Box. Ja, und dann war das Rennen eigentlich gelaufen. Und dann bin ich gefahren und plötzlich hatte ich den Haas vor mir. Gar nicht mal so weit weg und da habe ich versucht aufzuholen, aber es hat nicht mehr gereicht von den Runden. Aber hat trotzdem Bock gemacht. Alles klar. Und ohne. Ja, Quali war in Ordnung. Hätte ich mehr rausholen können, aber Startplatz 6 war auch in Ordnung. Dann am Start habe ich Tacker ein bisschen Feuer unterm Arsch gemacht. Und in Runde 3 hat sich das auch wieder erledigt gehabt. Und dann kam Old von hinten. Und da hatte ich 4 Runden meinen Spaß und dann habe ich Sack verloren, leider. Das war so schade. Aber es hat echt Spaß gemacht. Das wäre so spannend geworden am Ende. Ja. Na gut, dann soll es aber für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns dann nächste Woche in Aserbaidschan wieder. Ich habe zwar keine Lust, aber muss ja gefahren werden. bis nächste Woche.